abgeschlossen. So, oh. Ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Teleport. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. So. Das ist natürlich das Geile. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Zack. Dass man jetzt halt sehen kann, ey, pass auf, so und so. So, dann kann da oben zumindest erstmal keiner durch. Ich könnte halt immer noch dahinter ein paar Sachen bauen. Aber so, da muss ich noch was hinbauen. So, das heißt, da können an sich nur noch ein Panzer durch. So, das heißt, hier können nur noch die Dingens auftauchen und waren es halt nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Werkstatt, was ein bisschen blöde ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein bisschen Kanonenfutter. Wir werden auf jeden Fall gleich angreifen. Einsatz speichern. Ah, Let GDI, jo. Jo. Okay, Einsatz fortsetzen. So, ich ziehe die hier mal ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt... Genau, die Flakstellung sind wir aktiv. Man hätte jetzt sehr, sehr schnell mit den Gleitjägern nochmal ein bisschen hintersetzen können, hinterhergehen können. Wir gehen nochmal auf zwei Sammler, weil wir noch ein bisschen blau haben. Das möchte ich ganz gerne ausnutzen, aber auch nicht mehr so viel an sich hier reingehen möchte. So, das ist natürlich jetzt für uns so ein bisschen, hier haben wir nochmal sehr viel, was heißt sehr viel grün, einigermaßen grün. Und da wir einen guten Cashflow brauchen, brauchen wir da auch dementsprechend schon ein paar Sammler. Die lasse ich erstmal noch zu Hause. Das sind auch nochmal 2, 3, 4, 5, 6, was? 4, 8 Stück. Davon natürlich jetzt zwei angeschlagene. Unterirdische Einheit. Genau. Und das ist jetzt dadurch, durch die unterirdische, durch den Sensorturm. Durch die Sensoreinheit konnte uns das jetzt gesagt werden, halt, pass auf. Oh, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ingenieur. Das heißt, ich muss doch erstmal eine Dingens bauen. Zu wenig Geld. Gestoppt. Das ist natürlich jetzt unlucky. Abgebrochen. Ich muss jetzt, weil die Penner haben da jetzt nämlich mir meine Raffinerie geklaut, wo ich da halt echt ein Tor. Bau abgeschlossen. Gebäude erobert. Sammler wird angegriffen. Alter. Nein, ist schon richtig. Nein. Wird gebaut. Das heißt, ich muss halt echt abgeschlossen. Kurz mal dagegen gehen. Dass ich mir hier wirklich nochmal einen Dingens reinbaue. Abgeschlossen. Nochmal so eine kleine Fläche, ein kleines Türchen reinbaue. Dass ich da dann safe vor sowas bin. Weil wenn die mir da ein bisschen Müll reinhauen, bin ich am Arsch. Das passt. So, dann baue ich da nämlich nochmal was lang. Und dann können sie mir halt nicht die Bude so einrennen. Automatisches Tor. Noch mal ein paar Titans hinterher. Da kommt ein automatisches Tor rein. Ich weiß, ich baue gerade so ein bisschen dagegen, aber sofern es halt einmal denn passt, dann passt es halt. Muss ich gleich so ein bisschen drumherum bauen, obwohl das kann ich wohl wegsammeln lassen, ne? Zack. Und das meine ich eigentlich mit dem Basebuilding. Das ist nämlich so das ganz, ganz große Problem, was wir jetzt gerade haben. Das ist so die ekelhafteste Waffe, die dort die Dingens haben können. So, zack. Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich Geldverschwendung. Aber das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu reagieren. Ich werde jetzt auch nochmal auf Basistürme und sowas gehen. So, und da haben wir auf jeden Fall schon auch erstmal ein bisschen was, womit wir arbeiten können. Einfach mal rein da. Da hört sie halt. Düt, düt. Neue zack, zack, zack. Die werden einmal neu aufgebaut. Einheit verloren. Vulkankanone. Wird gebaut. In Ordnung,
Aber solange nur die da reinfahren, ist es jetzt nicht so das Problem. Das ist aktuell so kein Problem. Wie gesagt, ich bin ja gerade ein bisschen noch am Aufbauen. Zack. Dass du von da aus ein bisschen zumindest geschützt bin. Das Ding geht einmal weg. Zack. Dann haben wir hier schon mal safe. Dann brauche ich nochmal eine Betonplatte, dass mir da nichts mehr reinfahren kann. Und dann sind wir auf jeden Fall ganz gut unterwegs. Bau abgeschlossen. So. Machen wir uns da noch ein bisschen was. Weil das ist jetzt nämlich dieses geile Base-Building, was du halt haben kannst. Oder was ihr haben könnt. Was ich halt meinte. Was man hier gerade in... So. Das heißt, da... Also ich kann halt trotzdem da oben noch was raufbauen. So ist es nicht. Zack. Abgeschlossen. Zack. So. Dann haben wir das nämlich safe. Wir haben da nämlich ein bisschen was. Ich könnte jetzt das Ding nochmal verkaufen, da nochmal hinsetzen. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weiterziehen. Eigentlich wollte ich von hier hinten nochmal so durchziehen. Bau abgeschlossen. Aber das ist jetzt gerade nicht so dramatisch. Vulkankanone. Wir haben auch eine gute Macht. Wir sind hier unten schon mal ein bisschen am Aufräumen. So, Vulkankanone, dass man von da aus ein bisschen halt die Freiheiten hat. Mal gucken, ob hier irgendwas beschädigt wurde. So, und das ist jetzt, wie gesagt, das Base Building, was halt sehr, sehr geil ist, was halt Tiberian Sun eigentlich so ein bisschen speziell macht. Und nichtsdestotrotz, ich muss hier ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß es gerade gar nicht. 2 Meter weg. Was heißt 2 Meter? Ja gut, 2-3 Meter weg und 2 Minuten weg. Und schon vergessen, was man gemacht hat. Wir haben hier auf jeden Fall einen kleinen Angriffstrupp. Ingenieur. Wird hergestellt. Ich hätte ganz gerne einen Ingenieur. Da nehme ich ganz gerne rein. Einheit bereit. So. Warum möchte ich da ganz gerne rein? Das hat natürlich einen Grund. Ich hoffe, dass ich dort die Dingens bauen kann. Dass ich die Artillerie halt bauen kann. Einheit verloren. Da stehen Leute. So. Natürlich werde ich hier mit meinem Base-Building erstmal fix mal weitermachen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ich werde den hier nochmal so rumbauen. Na, komm her. Zack. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Nein. Wird gebaut. So, dann werde ich nämlich einmal, zack, einmal hier so eine kleine Ausbuchtung draufbauen. Und drumherum bauen. Da fahren sie ja durch. Nein, das will ich nicht. Der Typ ist ja eh noch unterwegs. Ehrlich gesagt, das kann auf jeden Fall nicht die komplette Basis gewesen sein. Nein, da. Weil die müssten, glaube ich, noch weiter nach links. Gut, von rechts. Ne, die kam wahrscheinlich auch von hier. Ihr könnt das Ding da mal ein bisschen kaputt machen. So, zack. Ist egal. Ich habe gerade überlegt, einen Basisturm vielleicht noch zu bauen. Da stehen sogar noch Leute. So, Amphibien-BMT. Und das, da hieß es ja... Also, komm. Bringt mir so überhaupt nichts. So, es hieß ja, ihr braucht Amphibien-BMTs. Ja, genau. Und darauf kommen wir jetzt nämlich hin. Die sollen da halt nur mal einfach mal weiterfahren. Das ist kein Thema. So. Und ja, ich baue natürlich gerade recht viel. Ich weiß nämlich nicht, was, wie weit die Dingens fahren können, ehrlich gesagt. Zack. Wie viel Meter die Dingens zurücklegen können. Zack. Die Maulwurfpanzer. Die Maulwurfpanzer, sag ich schon, die Dingens. So. Und dann habt ihr mal dieses Base-Building jetzt offiziell gesehen. Zack, zack. Natürlich kann man es dann noch ein bisschen verschönern. So, zack. So mal. Bisschen Bodenplatte hier rein. Passt, passt. Da könnte noch einer reinkommen. So.
damit passt. Und jetzt können wir eigentlich, brauchen wir eigentlich nur noch auf Produktion gehen. Und wir schlagen uns dann natürlich mit den Amphibienpanzern hier durch. So, holen uns davon mal zwei. Ich kann den ganzen Kram natürlich auch wieder alles verkaufen. Es gibt natürlich wieder das ganze Geld zurück. Nur ihr kommt jetzt auch nochmal zurück. Wir holen uns einmal einen Gleitleger, dass wir uns zumindest da auch nochmal ein bisschen in Sachen Information ein bisschen bereichern können. Natürlich, man hätte jetzt noch sehr viel, sehr, sehr schnell, wahrscheinlich im Speedrun, wäre es wahrscheinlich dann komplett auf die Gleitige gegangen. Aber das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt schon mit einer gescheiten Stärke an Titans und sowas eigentlich rübergehen. Man sieht nämlich auch, die sind ultra langsam. So. Zack. Da haben wir nochmal eine Flak. Nehmen wir nochmal mit. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann ich da rüberlaufen. I don't know. Wie gesagt, an die Mission kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Da sind die Flaks. Dass ich halt ein bisschen Info bekomme. Man hätte natürlich alles im Vorfeld machen können. Einnehmen können, alles drum und dran. Aber wir werden dann hier gleich mal wahrscheinlich ein bisschen übersetzen. Wahrscheinlich ist es hier sogar. Ja. Könnten wir eigentlich gegengehen? Wir haben genug. Wir haben halt wirklich genug. Ist ja trotzdem, werde ich hier nochmal mit ein paar übersetzen, dass ich halt von zwei Seiten kommen kann. So, kommt mal ein bisschen zurück. Die normalen Leute gehen dahin. So, zack, ich gehe dahin. Nein, na komm. So. Nein! Oh, ihr könnt da gar nicht mit reinlaufen? Oh, ihr könnt halt nur Leute mit rein. Oh. Na super. Das heißt, wir müssen halt mit den Titans durchlaufen. Na gut. Egal, ein paar lassen wir mal zurück. Wir werden da jetzt mal angreifen. Klar, es ist jetzt sehr, sehr scheiße gelaufen. $800 pro Unit halt umsonst ausgegeben, also 1600. Das wären schon wieder zwei Titans gewesen. Gut. Hätte ich mir auch eigentlich gedenken können, dass das halt nicht so funktioniert. Aber naja, gut. Dafür haben wir jetzt genug Titans. Damit können wir jetzt vorgehen. Unten die kleine Basis haben wir schon mal ausgeschaltet. Jetzt können wir gegen die größere Gegend gehen. Aber sie haben halt gesagt, ja, pass auf, ihr braucht Amphibien-BMTs. Ja, von daher. Ist es eigentlich gerechtfertigt, der Gedanke, dass die Titans da reinpassen? So. Ist ja trotz 46 Minuten. Oh, super. Es habt ihr so glorreich hinbekommen, ihr Vögel, ne? Jetzt muss ich Geld ausgeben. Ingenieur. Den habe ich gerade gesucht. Jetzt muss ich extra Geld ausgeben, dass ich da einen Ingenieur hier reinschicke, dass die Brücke wieder heil wird. Ansonsten komme ich nicht rüber. Und da ist halt wieder eine ekelhafte Artillerie. Das heißt, ich komme da jetzt nicht mehr rüber. Hallo. Also. Gut. Das heißt, ich muss jetzt einmal mit dem Dingens hier rüber gurken, dass das Ding aufgeht oder heil gemacht wird, dass ich den rüberfahren kann. Oh, super. Und vor allem, weil da ja auch schon wieder Leute stehen. Bleibst du jetzt mal stehen? Einer mit dir. So, zack, durchtuckern. Ich hätte hier natürlich ganz gerne ein bisschen was anderes gehabt. Und es gibt ja schon... Beziehungsweise, nee, die sehen wir später. Interessant ist, sie erst zu spät kommen. Weil normalerweise hat man nämlich... Schwebepanzer. Ich war der Meinung, dass man die relativ früh bekommt. Ja, komm. Wir brauchen die nicht umherheulen. Ich dachte, ich muss da immer hin, den Ingenieur da reinschicken. Am besten so schnell wie möglich. Da halt rüber. So, jetzt kommt er nicht mehr rüber. Also wenn die mich da jetzt komplett abblocken, bin ich natürlich komplett RIP.